Seit Mitte des Jahres 2021 geht immer mehr der Mythos durch die Gegend herum in verschiedenen Blogs, Beiträgen, Facebook-Gruppen und so weiter und so fort, dass das sogenannte Asien-Dropshipping gestorben ist, nicht mehr funktioniert und vor allem auch nicht mehr profitabel ist. Und ob das Ganze wirklich so ist, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Kevin Helfenstein und wir betreiben seit 2015 E-Commerce, haben angefangen mit Amazon FBA über Dropshipping aus Asien, Dropshipping aus Europa und haben mittlerweile unsere eigenen Produkte mit Versand aus Deutschland, aber betreiben natürlich nach wie vor auch noch das klassische China-Dropshipping, was uns natürlich bis heute enorm viel Geld in die Tasche spült. Warum viele behaupten, dass das Asien-Dropshipping-Businessmodell nicht mehr funktioniert, liegt eigentlich so gut wie auf der Zunge. Denn es kam ein neues Gesetz heraus, welches von sehr vielen Laien extrem schwierig verstanden wurde und weshalb viele Leute schnell einen Trubel gemacht haben und erwähnt haben, dass das gesamte Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Sogar Leute, die beim Zoll arbeiten, haben das gesamte Gesetz komplett falsch verstanden, haben komplett Falschaussagen in Interviews getroffen. Und jetzt haben wir mittlerweile, ja, seit Juli ist das Gesetz in Kraft getreten und mittlerweile sind wir im Dezember. Bedeutet, wir haben da natürlich eine sehr lange Welle zwischen. Und mittlerweile ist es auch so, dass jeder jetzt weiß, wie dieses Gesetz funktioniert und dass das, was damals behauptet wurde, überhaupt nicht den Tatsachen entspricht und etwas vollkommen anderes widerspiegelt, als wie es vermutlich oder ursprünglich gedacht war. Denn der Nachteil war einfach bei diesem Gesetz bezüglich der Einfuhrumsatzsteuer, ich gehe da gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein, dass es sehr extrem falsch verstanden wurde, weil es in einem extrem Fachdeutsch, sage ich jetzt einfach mal, geschrieben wurde, was für Laien eigentlich so nicht wirklich lesbar ist. Mittlerweile wurde das Gesetz wieder umgeschrieben, sodass es auch die Laien lesen können. Und mittlerweile weiß auch wirklich jeder, wie dieses Gesetz funktioniert und was genau damit gemeint ist. Ich erkläre das Gesetz einmal hier jetzt im Schnelldurchlauf. Und zwar ist ein Gesetz in Kraft getreten im Juli 2021, was dafür sorgt, um einfach Schwarzgeld aus dem Weg zu schaffen, beziehungsweise um Steuerhinterziehung so ein bisschen aus dem Weg zu räumen hier im gesamten Europaraum. Und da hat man dann damals gesehen, dass es viele Chinesen gibt, die einen Online-Shop haben und diesen Online-Shop hier in, als Beispiel mal in Deutschland betreiben oder zum Beispiel auch in einem anderen europäischen Land und dort Artikel hinsenden, direkt aus China zum Beispiel, direkt zum Endverbraucher, also das klassische Asien-Dropshipping und dabei nicht einen einzigen Cent an Steuern entrichten an das eigentliche Land. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nach Deutschland etwas verkaufe, bin ich ja verpflichtet, 19% Umsatzsteuer, die ich ja auf den Verkaufspreis draufschlage, die quasi an die Kunden bezahlen. Und ich als Unternehmer bin ja verpflichtet, diese 19% auch abzuführen in meiner monatlichen Umsatzsteuererklärung. Zum Beispiel für Kleinunternehmer gilt das Ganze natürlich nicht. Aber genau diesen Vorteil haben sich viele Chinesen einfach zunutze gemacht und die haben das erkannt, hey, hier können wir steuerfrei verkaufen, es fällt gar nicht auf. Und genau deshalb wurde das Gesetz im Juli 2021 in Kraft gesetzt, was einfach besagt, hey, ab sofort müssen auch Fernverkäufe registriert werden und sind auch umsatzsteuerpflichtig für die Leute, die kein Unternehmen in der EU haben. Bedeutet also, dass jetzt zum Beispiel, wenn jetzt heute ein Chinese einen Fernverkauf nach Deutschland durchführen möchte, das heißt, wir nehmen mal an, der Chinese hat einen Online-Shop hier in Deutschland, hat allerdings seinen Sitz in China, dann ist er verpflichtet, eine sogenannte IOSS-Anmeldung zu machen. Also er muss eine sogenannte IOSS-Nummer auf das Paket drucken. Und durch diese Nummer wird dann der Chinese quasi registriert und muss quasi 19% auf den Verkaufspreis an die Zollbehörde entrichten. Auf, ja? Einfach damit auch der jeweilige Staat etwas vom Kuchen abbekommt. Für europäische Unternehmen gilt diese Regelung allerdings nicht, denn wir Europäer, wir zahlen ja keine Einfuhrumsatzsteuer auf Fernverkäufe bis zu einem Wert von 150 Euro, sondern wir zahlen ja nur unsere Umsatzsteuer, die ja so oder so da ist. So, das bedeutet, dieses Gesetz, was in Kraft getreten ist, ist für die europäischen Unternehmer total uninteressant, sondern hat einen großen Vorteil. Denn damals war es so, dass Fernverkäufe bis zu 22 Euro komplett kostenfrei
in die Europäische Union eingeführt werden konnten, das heißt einfuhrumsatzsteuerfrei. Und jetzt ist es so, dass sich dieser Wert auf 150 Euro erhöht hat. Das heißt, von 22 Euro ist es jetzt auf 150 Euro erhöht für den europäischen Unternehmer, für den chinesischen Unternehmer allerdings. Das heißt, der seinen Sitz zum Beispiel in China hat oder nicht innerhalb der EU hat, ist der Wert bei null. Das heißt, der Unternehmer aus einem Drittland muss bereits ab dem ersten Euro so gesehen eine sogenannte Einfuhrumsatzsteuer entrichten an das jeweilige Land. Der europäische Unternehmer allerdings, der die Ware auch zum Beispiel aus China bezieht und das klassische Dropshipping macht, muss das nicht machen. Der kann sogar bis zu 150 Euro pro Paket an einen Kunden senden, ohne auch nur einen einzigen Cent Einfuhrumsatzsteuer zu zahlen. Und das ist der große Vorteil, denn die Umsatzsteuer fällt ja so oder so an. Ob ich jetzt etwas für 10 Euro verkaufe oder für 150 Euro verkaufe, spielt in dem Falle gar keinen Sinn. Das bedeutet, dass der Dropshipper, der sein Unternehmen in Europa hat, belohnt wird, und zwar in der Hinsicht, dass er jetzt einfach viel höhere Warenwerte importieren kann und vor allem, was auch ein großer Vorteil ist, dass der ganze Müll so gesehen vom Markt ist. Das bedeutet, die ganzen Chinesen, die auch angefangen haben, hier ihre Online-Shops aufgebaut haben, die sind jetzt vom Markt einfach aus dem Grund, weil die sich das quasi so gar nicht mehr leisten können, wenn sie da jetzt auf einmal eine Steuer drauf zahlen müssen. Und sie kommen da auch nicht dran vorbei, diese Steuer zu zahlen, denn es ist so, dass zum Beispiel, um dieses Paket einfach in die Europäische Union einführen zu können, braucht man diese sogenannte IOSS-Nummer. Und diese IOSS-Nummer bekommen europäische Bürger in der Regel ganz einfach. In Deutschland ist es zum Beispiel über das Elster B-Portal, dauert 3 Tage, dann hat man diese IOSS-Nummer. Und wenn man diese IOSS-Nummer hat, dann geht jedes Paket bis 150 Euro einfuhrumsatzsteuerfrei durch und man kann quasi eine 0-Euro-Rechnung oder eine 0-Euro-Steuererklärung für das IOSS abgeben und muss keine Einfuhrsteuer entrichten. Das ist der große Vorteil für die europäischen Unternehmen. Die Chinesen allerdings müssen diese Einfuhrumsatzsteuer entrichten. Und das ist der große Nachteil für die Chinesen. Und genau dieses Gesetz wurde damals leider von extrem vielen Dropshippern oder auch ja, Leuten, die einem vielleicht was anderes verkaufen wollen, komplett falsch verstanden. Sogar viele Steuerberater haben es falsch verstanden. Ich persönlich hatte das auch damals falsch verstanden. Mittlerweile hat sich das aber alles gesetzt und ja, es funktioniert nach wie vor alles tippitoppi. Ein weiterer Vorteil, warum das Dropshipping-Businessmodell gar nicht tot ist und auch so gar nicht tot sein kann, ist einfach diese niedrige Einstiegshürde an Kapital. Nehmen wir jetzt einfach mal ein anderes Businessmodell, was ziemlich identisch ist, und zwar Amazon FBA. Amazon FBA, klar, da hat man natürlich den Vorteil, man bekommt die Plattform gestellt, und zwar Amazon, wo natürlich täglich viele Leute draufgehen. Allerdings auch nur mit einer Suchintention, ohne sogenannte Impulskäufe. Wenn wir einen Dropshipping-Store zum Beispiel haben, haben wir einmal A, das Suchvolumen, welches wir über Google-Werbeanzeigen reinbekommen, und B, wir haben einmal die Impulskäufe, die über Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest-Werbung als Beispiel reinkommen. Und auf Amazon, ja, haben wir eine Amazon, wo die Leute was suchen, aber kein Impuls ausgeführt wird. Also, das ist auch nochmal ein großer Vorteil. Und jetzt ist es so, dass wir, wenn wir ein Amazon FBA-Business starten wollen, da ist der große Nachteil, dass wir dort gezwungen sind, sage ich mal, direkt eine Brand aufzubauen und wir sind gezwungen, unser Kapital direkt auf ein Produkt zu setzen. Warum? Weil wir müssen aus Asien zum Beispiel sehr viele Produkte importieren, wo wir schon mal eine Kapitalhürde haben von ungefähr 10.000 Euro im Durchschnitt, weil wir ja die Produkte im Vorfeld einkaufen müssen. Dann müssen wir die im Vorfeld zu Amazon lagern. Das sind alles Kosten, die auf dich erstmal zukommen, bevor du auch nur einen einzigen Cent verdienst. Und dann musst du auch noch dich auf Amazon listen und hoffen, dass Verkäufe generiert werden, was komplett organisch auch faktisch fast unmöglich ist, denn auch auf Amazon musst du sogenannte PPC-Werbung schalten, damit du einfach oben bei den gesponserten Anzeigen stehst, aber dann stehst du da auch nochmal mit null Bewertungen und bewerten können dich nur Nutzer, die auch wirklich bei dir gekauft haben und dementsprechend wird keiner bei dir kaufen, wenn dich keiner kennt. Das ist der große Nachteil in Amazon FBA, die hohe Kapitalbindung, die man einfach mitbringt. Im klassischen Dropshipping zum Beispiel ist das Ganze nicht so. Wir gehen in der Regel immer so her und das empfehlen wir auch unseren Teilnehmern und unseren Klienten. Dort arbeiten wir in der Regel so, dass wir mit dem klassischen Dropshipping-Modell starten, weil wir
fast gar kein Kapital benötigen, denn wir müssen die Produkte nicht im Vorfeld einkaufen, sondern wir können erstmal einen Online-Shop aufbauen, keep it simple und auf diesem Online-Shop verschiedene Produkte draufpacken und dann einfach erstmal verkaufen, um zu gucken, hey, welche Produkte lassen sich verkaufen. Und da nehmen wir uns den Effekt der Impulskäufe durch Social-Media-Werbung. Der kommt dort sehr stark zum Einsatz, um einfach direkt gezielt zu sehen, passiert da etwas oder passiert da nichts bei diesem Produkt. Das haben wir bei Amazon nicht. Klar, wir können so ein bisschen analysieren. Das können wir aber mit den klassischen Produkten, die wir verkaufen, auch. Bei Amazon haben wir natürlich eine große Kapitalhürde, die wir haben. Die haben wir im klassischen E-Commerce, im Dropshipping mit einem eigenen Online-Shop einfach nicht. Das ist der gigantisch große Vorteil. Und wenn wir dann ein Produkt gefunden haben, das sich ziemlich gut verkaufen lässt, dann gehen wir in der Regel her und sagen, hey, okay, jetzt machen wir das so. Wir haben meinetwegen 100 oder 1000 Einheiten verkauft. Wir importieren jetzt mal 10.000 Stück, machen da unser Logo drauf, machen da unseren Brandnamen drauf, bauen vielleicht separat noch einen neuen Online-Shop auf, dass wir ein bisschen besser dastehen, dass wir ein geiles Standing haben. Und dann fangen wir auch an, natürlich uns ein bisschen professioneller aufzustellen. Man kann auch überlegen, dann das Produkt auch mal auf Amazon listen zu lassen, weil dann hat man etwas, was funktioniert. Und das sind eben alle Sachen, die wir bei uns zum Beispiel abdecken, wie wir wirklich von ohne hohes Kapital irgendwie mit reinzubringen, wie wir das schaffen, direkt Produkte verkaufen zu können, um dann das natürlich viel weiter auszubauen. Ein weiterer Vorteil, den wir natürlich haben, ist natürlich, dass der E-Commerce-Markt so viel boomt wie noch nie zuvor. Wir haben allein in den letzten 10 Jahren ein Wachstum gehabt von über 200%. Und das ist einfach gigantisch. Allein die gesamte Corona-Krise hat natürlich gezeigt, wie lukrativ das Online-Business allgemein ist. Und viele Amazon-Händler zum Beispiel haben mittlerweile auch einen eigenen Online-Shop, wo sie ihre Produkte verkaufen. Einfach aus dem Grund, weil die Marge deutlich attraktiver ist. Denn auf Amazon ist die Marge eher, naja, nicht ganz so nett, weil sich Amazon natürlich auch mal 25-30% zuzüglich Versandkosten abknüpft. Und du bist verpflichtet, fast schon dort kostenfreien Versand anzubieten. Von daher kannst du auch mal damit rechnen, dass du 30% plus Versandkosten abgeben musst. Und in deinem eigenen Online-Shop hast du so, ja, eigentlich gar keine Abgaben, die du hast, außer deine Produktkosten und Werbekosten. Und Produktkosten und Werbekosten hast du auf Amazon ebenfalls. Deswegen ist es oft so, dass viele Amazon-Händler direkt auch ihren eigenen Online-Shop aufbauen, weil es einfach lukrativer ist. Wir selbst haben es ja 2017 auch gemacht, als wir gemerkt haben, hey, auf Amazon geht zwar was, aber eine höhere Marge und besseres Publikum haben wir definitiv, wenn wir einen eigenen Online-Shop aufsetzen. Was ich jetzt nicht unbedingt damit sagen will, ist, dass man jetzt zwingend dieses China-Dropshipping irgendwie betreiben muss, sondern vielmehr ist es das, dass man sich vielleicht mal überlegen sollte, in welchem Rahmen geht man, weil viele sagen ja von Anfang an, ah, ich will keinen China-Krams verkaufen oder sowas, wobei Leute ganz ehrlich gucken auf euer Smartphone, guckt auf eure Smartphone-Hülle. Mittlerweile kommen, ich sage jetzt mal 85 Produkte, die wir im alltäglichen Gebrauch verwenden, einfach faktisch aus China. Das ist halt einfach so. Natürlich kann man auf europäische Lieferanten umstellen. Wir selber arbeiten auch gerne mit europäischen Lieferanten zusammen. Wir haben zum Beispiel auch bei unserem Consulting, bei unserem Coaching mehrere Lieferanten aus Europa, die wir direkt mit an die Hand geben. Allerdings muss man auch da ganz klar sagen, ja, die haben eine bessere Lieferzeit, aber die haben die gleichen Produkte wie die, die du in China bekommst. Nur mit dem einzigsten Nachteil, dass sie deutlich teurer sind. Von daher sollte man sich von Anfang an überlegen, macht das denn zwingend immer direkt mehr Sinn, mit Europa zu arbeiten oder macht es Sinn, direkt vielleicht von Anfang an mit China zu arbeiten, um einfach zu schauen, wie sich das entwickelt, statt dass ich meine gesamte Zeit jetzt irgendwie verschwende, dem Geld so ein bisschen hinterher zu rennen, weil die europäischen Händler wollen dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld haben als wie zum Beispiel ein chinesischer Händler. Und das muss man halt immer aus beiden Sichten sehen. Ich bin ganz klar ein Fan davon, erstmal mit China Dropshipping zu starten, weil es einfach viel einfacher ist und viel, viel lukrativer für den Anfang ist. Und dann kann man immer noch sehen, okay, wie baue ich mich jetzt weiter aus? Aber gerade am Anfang ist es ja immens wichtig, erstmal Geld rein zu erwirtschaften und nicht nur Geld auszugeben. Auch ein weiterer Vorteil, der vielen Dropshippern so ein bisschen gut, ich sag jetzt einfach mal, in die Karten spielt, ist, dass Plattformen wie Facebook, Instagram sich extrem stark auf E-Commerce spezialisieren. Ich habe vor kurzem zum Beispiel eine Podcast-Folge gehabt mit dem Daniel, der bei Instagram arbeitet, der gerade für Instagram Shopping zuständig ist. Und was der dort aus dem Nähkästchen geplaudert hat, ist eigentlich einfach unglaublich. Also eine eigene Zahlungsmethode direkt auf Instagram und das alles in Verbindung zum Beispiel mit Shopify, also deinem eigenen Online-Shop. Das heißt, du lädst Produkte auf deinen Shopify-Shop hoch und die werden automatisch auf Instagram gelauncht. Man kann dort auf der Plattform Instagram direkt durch deine Produkte swipen und direkt dort kaufen.
Und das ist einfach ein immenser Vorteil, was uns diese Social Media Plattform in naher Zukunft auch noch bringen werden. Weshalb natürlich auch das gesamte E-Commerce-Modell und auch das gesamte Dropshipping-Modell deutlich lukrativer macht. Wenn wir aus dem Ganzen jetzt mal ein kleines Fazit ziehen können, sehen wir ganz klar, der E-Commerce-Markt, der ist im Wachsen und der Wachstum wird auch noch lange nach oben gehen. Das ist jetzt meine persönliche Prognose. Wir haben zum Verhältnis, was wir an Leuten haben, an Kunden haben, haben wir definitiv zu wenig Online-Shops, als wie wir die Kunden überhaupt bedienen können. Und dementsprechend wird da natürlich auch noch in der nächsten Zukunft ein großes Wachstum auf uns zukommen im E-Commerce-Markt. Und deswegen ist mein Appell auch so ein bisschen, jetzt wirklich mal zu starten, jetzt den Mut zu haben, dort mal Fuß zu fassen. Wie ich anfangs schon erwähnt hatte, ist gerade so der Weg überhaupt erstmal reinzukommen. Das heißt, das Kapital, was man mitbringen muss, gar nicht mal so hoch, als wie wenn man jetzt zum Beispiel sich eine eigene Marke von Anfang an aufbauen will oder eigene Produkte importieren will oder ein komplett anderes Businessmodell machen will. Deswegen ist es meiner Meinung nach sinnvoll, erstmal wirklich mit dem E-Commerce-Business zu starten, dort Fuß zu fassen und dort auch das Geld zu verdienen, um damit auch langfristig vor allem von leben zu können. Wenn das Ganze für dich interessant ist, dann buch dir gerne ein kostenfreies Erstgespräch unter www.kevinhelfenstein.de oder klicke auf den Link hier in der Beschreibung.